Was denn mit dir los, Legolas? Beruhig dich mal da oben. Schießt der da auf mich einfach. Ach du Scheiße. Das Spamalot geht wieder ab. Boah. Jetzt bin ich aber getriggert. Oh, 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 oh. Du hast einen Namen, du hast einen Namen, du bist ein Namen. Fühlst du dich? Hä? Dein Schreck teleportiert? Wo ist der hin? Ja klar, ist das noch größere Open World als Batman. Das ist ja ein gigantisches Spiel. Das ist also auch wieder so ein spezieller Gegner. Jetzt ist aber gut. Okay, okay, okay. Der hat erstmal seine Boyband gerufen. Jetzt verstehe ich. Warum gibt's denn kein Friendly Fire? Ist er besoffen oder was? Ja, ich will dem nicht entgegenrennen, wenn der wieder mit seinem Pfeil ankommt. Geht aber wohl nicht anders. Ah doch, solange er das macht, geht das schon. Also da bräuchte man vielleicht doch was Magieresistentes. Eieiei. Oder ich mache es so, wie die gesagt haben. Laufen, laufen, laufen. Weil ich glaube, diese kleinen Peanuts-Typen da, die sind ja nicht so das Problem. Ach, jetzt erinnere ich mich an den Schacht. Ne? Da habe ich mal kurz bei Herrn Nick reingelunzt. Der ist hier einfach runtergefallen mit 25.000 Runen. Und dann wollte er so wiederholen, dann ist er nochmal gestürzt. Okay, aber das ist ärgerlich. Also auch, ich bin jetzt an einem Level, da sage ich, okay, 11.000 Runen ist noch nicht genug für einen Aufstieg, aber es ärgert mich immer noch. Ne? Ich bin immer noch getriggert. We got this. Ah, guck mal, den habe ich aber fast dran gekriegt. Na, wo ist er? Guck mal, der Schisser, der teleportiert sich immer quer durch den Raum. Ich lebe noch! Trink, 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 trink! Scheiße! Ey, wie spammt, was spammt der das denn da raus? Eigentlich arbeite ich jetzt nur auf einen anderen Dolch hin, weil ich habe gesehen, dass es noch einen besseren gibt, der heißt Scorpions Ding. Wenn ich den habe, dann werde ich auch das mit dem Freeze umpacken, weil er hat Scarlet Rod. Und Schmiedestein ist eigentlich das Problem. Ich habe genug Schmiedestein. Man muss ja nur wissen, wo man sie farmt, ne? Wo man sie kriegt. Und wo man sie kaufen kann. Man muss einfach alle Händler töten. Das ist halt auch der Scheiß. Ich darf ihn eigentlich nur nicht zum Zaubern lassen kommen. Dann ist er machbar. Okay, er hat sich jetzt schon wieder auf die Empore nach oben teleportiert, weil ich ihn bearbeitet habe, so viel. Okay, er ist wieder weg teleportiert. Ja, ist ja gut, ich kümmere mich um euch. Beruhigen Sie sich. Setzen Sie sich hin. Es gibt Therapiestühle für alle. Die sind echt nicht das Problem. Er ist das Problem. Aha, ein Schimmerstab. Also für Magier-Bild auf jeden Fall wichtig hier oben.
Hey, ich denke manchmal echt, diese Phantome sind Gegner. Wenn die so aus dem Nichts angerannt kommen. Wo hat denn der sich jetzt hin teleportiert? Warte mal, was sagt das hier? Erstens Hebel. Benötigt etwas Objekt voraus. Ach so, der hat sich wahrscheinlich weiter hoch teleportiert. Ist das so? Hat sich dieser Dreck nach oben teleportiert? Ja, hat er. Das hat Aimbot! Was? Hallo! Und auch noch Wallhack! Das hat sich wieder wegteleportiert. Nein, doch nicht. Wo ist der hin? Gib dir diesen Schisser doch einfach mal. Nicht! Dein Ernst, ey, ich... Ich hatte ihn doch fast! Diesen Mistkerl! Jetzt habe ich meine Mutter wachgerufen. Bleib liegen, ich nehme auf! Jetzt bin ich bei deiner Mutter gerannt, scheiße. Scheiße, ich hab Schmerz in der Seite vor Lachen gerade. Ich wollte in der Schule schon mal so einen Lacher reizen müssen. Oh, nee. Was ein Spiel, ey. Da scheiden sich die Gemüter. Boah, ich konnte auch nicht mehr reden eben. Vincent klippt das bestimmt gleich. Warum flimmert denn das jetzt hier so? Gell? Ist ja ekelhaft, dieser Screen, was der macht. Okay, ich habe es schlimmer gemacht. Warte mal, wir erhöhen mal die Lichtintensität. Bisschen besser, aber auch nicht viel. Die legendäre Mutter ist zurück. Ja. Ah. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Boah, dieser Magier ist, ne? Wenn es nicht diese scheiß Teleportation gäbe oder diesen Riesenpfeil, wäre der gar nicht mal so das Problem. Aber ich habe das so im Gefühl, dass ich den besiegen muss, um herauszufinden. Dass ich wieder wegteleportiert. Hey. Ich wollte meinen Chat bitte noch im Blick haben. Hallo. So. Richtig nervig ist jetzt eigentlich gleich das da oben mit dem Katz-und-Maus-Spiel. Was ist denn? Ah, warte mal. Okay. Shit, heil dich doch.
gibt's einfach nicht. Heil dich! Das war ein Fehler, Meister. Bäm, und du bist tot. Und ich bin auch gleich tot. Scheiße, ich habe wegen dem Menü nichts gesehen und konnte mich nicht heilen. Aber ich denke, jetzt kann ich das Ganze mal ein bisschen besser erforschen. Weil wenn er so ist wie der andere, der mich da immer gecountert hat, dann dürfte der jetzt eigentlich nicht respawnen. Beinahe wäre ich da runtergelaufen. Muss ich noch einen auf Kummerpunkt machen. Sag mal, was ist denn hier los? So. Ich höre doch von unten. Scheiß Spiel, muss ich nicht mehr spielen. Ja, muss ich. Bestes Spiel. Es wird auch schwer. Andere Spiele werden es schwer haben, da auch anzukommen dieses Jahr noch. Überhaupt generell in nächster Zeit. Also ich meine, ich habe. Darüber beneidet mich ja Eze. Ich habe ja immer noch Red Dead Redemption 2 vor mir im Prinzip. Aber das machen wir jetzt noch nicht. Jetzt, das hebe ich mir jetzt weiter auf. Weil jetzt ist erstmal Elden Ring dran. Elden Ring, Elden Ring und Elden Ring. Ach, jetzt kann ich das Ganze mal ein bisschen genießen hier. Die Blatt zu machen und Seelen zu Runen zu fahren. Ich werde es, glaube ich, auch nie lernen. Wollen wir was wetten? Wenn ich dann Demon's Souls oder sowas spiele oder Dark Souls, sage ich dann immer, ich muss Runen farmen. Ist das ein Objekt? Nein, aber ist das ein Hund? Allerhöchsten God of War. Ah ja, das denke ich auch. Aber ich bezweifle, dass God of War dieses Jahr rauskommt, weil wir haben nichts gehört bisher, ne? Und das andere kam ja in dem Frühjahr raus. Es ist ziemlich still geworden, deswegen gehe ich davon aus, God of War wird auch auf 2023 verschoben. So wie Zelda Breath of the Wild 2. Starlink wird wahrscheinlich auch nicht dieses Jahr rauskommen. Suicide, Kill the Justice League kommt nächstes Jahr raus. Ja gut, Tiny Tina's Wonderland ist noch ganz lustig, aber ich habe das bisher nur angezockt. Ghostwire Tokyo fand ich jetzt auch nicht so berauschend, aber gut, wir haben ja auch erst ein Drittel des Jahres rum. Mal schauen, was noch passiert. Auch wenn das Spiel des Jahres am 25. Februar rauskam. Aber wir werden sehen. Jetzt, ich bin auf jeden Fall gespannt auf unsere Podcasts noch diesbezüglich. Gut, Gotham Knights wird mich auch noch voll reizen, aber da ist ja nicht jeder so angetan. Das ist ja auch so zweigeteilte Meinung. Aber ich denke auch trotzdem, an das hier kommt es nicht ran. Bogen. Es ist voll angenehm, jetzt hier mal lang zu laufen, ohne von dem geklatscht zu werden die ganze Zeit. Ich meine, die hätte ich ja platt gemacht, aber das Objekt hat mich halt gestresst. Ich konnte nicht aus dem Menü rausgehen, konnte mich nicht heilen. Aber die sind ja nicht der Rede wert, die Typen. Das Einzige, was es hier echt zur Challenge macht, ist dieser Magier. God of War wäre eigentlich auch so das einzige Projekt, wo ich sagen würde, das würde ich fast genauso dann täglich streamen wie Elden Ring. Und dann würde ich aber erstmal was anderes nochmal pausieren auf dem Kanal. Bis ich dann God of War durch hätte. Und Elden Ring. Aber ich habe ja momentan wieder einen Overkill mit 8 Projekten. Deswegen zieht sich einiges so lang. Gut. Hier bin ich hergekommen, ne? Ja. Dann, da war aber noch eine Leiter. Das sieht auch aus, als ob ich da oben noch... Huh? Da kommt schon noch hoch. Ja, yeah, Gotham Knights werde ich auch auf jeden Fall auch zum Start machen. Ich werde zusehen, dass ich mit Batman soweit dann durch bin.
Warum immer retten? Das frage ich mich auch. Zeit für dies Fernkampf. Ey, wenn ihr mich hier runterschubst, gell? Ich weiß, wo ihr Haus wohnt. Bleibt doch stehen! Das Problem ist jetzt halt an Bandit, dass ich so flink bin. Vision hier von Blutleck. Also, was ich sagen wir, das Problem ist, der macht halt immer so einen Ausfallschritt nach vorne. Und dadurch laufe ich Gefahr, hier super schnell runterzufallen. Benötige, was benötigt ihr Objekt übrigens umkehren? Hä? Himmelsamt-Talisman. Ajo. Willst du was von mir? Achtung hoch und dann Projektilwaffe versuchen. Ah ja. Hey! Hallo, der hat aber gut Damage gemacht hier. Okay, also wirklich. Das sieht echt, erinnert mich schon an Bloodborne. Warst du hier auch, Eze? Oh, die ist aber runtergefallen. Ich soll da was mit einer Projektilwaffe versuchen. Ich brauche den Flegel momentan nicht. Ey, was mache ich? Das hatte ich eigentlich nicht vor. Naja, geht nicht. Aha. Also du hast auch noch nicht herausgefunden, okay. Benötigt, glaube ich, also wahrscheinlich brauche ich irgendwas, aber umkehren? Ich brauche irgendein Objekt oder was? Hätte ich nur eine Leiter, ja. Sieht auch aus, als ob da ein Zugang wäre. Nee. Sehr merkwürdig. Da liegt hier was in den Kronleuchtern. Was habe ich da eigentlich für ein Talisman eingesammelt? Hm. Oh, nicht schlecht. Frage ist, ob ich da einfach ohne Probleme drauf springen kann, gell? Ich habe jetzt halt auch wieder so viele Runen, ich will die eigentlich nicht verlieren. Nee. Dann lassen wir uns nur hier runterfallen.